Seid gegrüßt und damit wieder ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Last Day on Earth Video hier auf meinem Kanal. Und wir sind wieder mal, ich weiß, bei meinem kleineren Account. Es hat sich einiges getan. Zuallererst werden wir natürlich wie immer an der VIP-Zone unsere Belohnungen mitnehmen, weil das natürlich das A und O ist, wenn wir schon die VIP-Zone offen haben und diesen VIP-Status haben, wollen wir natürlich auch davon in jeder Hinsicht profitieren. Wie dem auch sei, mittlerweile habe ich auch einen weiteren VIP-Status erreicht. Mittlerweile sind wir hier also auch bei Level 8 und haben damit auch einige Bonis bekommen und bekommen jetzt auch hier Medizinvorräte und können unsere Gesundheit wiederherstellen. 20 Verbandkästen haben wir bekommen, für meinen kleinen Account auf jeden Fall absolut perfekt. Also man hat hier an dem Account eigentlich das beste Beispiel daran, wenn man investiert, dann kann ein Account auch sehr schnell viele Sachen kriegen. Ist natürlich eigentlich nicht Sinn und Zweck, aber trotzdem versuche ich natürlich euch noch ein bisschen zu zeigen, wie man es besser machen kann, welche Tipps und Tricks es gibt und so weiter. Wir wollen jetzt heute erstmal uns noch ein weiteres Mini-Event angucken. Wahrscheinlich wohl das interessanteste von allen. Wir haben erstmal noch die Mahlzeit des Tages bekommen und die Reparaturstation ist für uns jetzt auch verfügbar. Hier haue ich jetzt erstmal die M16 rein. Ihr seht, in meinem Inventar habe ich noch zwei andere Waffen, die theoretisch repariert werden können. Nur für den Fall, dass ich halt die Salinanen Tokens hier gewinne oder gewonnen hätte, hätte ich dann hier eben an der Werkbank geskippt, die Zeit, dass ich quasi die anderen beiden Waffen auch noch reparieren kann. Aber auch die Reparaturstation, absolut Gold wert für einen Anfänger-Account. Weitaus hilfreicher als für einen normalen Main-Account, wie der, den ich eben dann als zweiten Account hier noch habe. So, bevor wir jetzt loslegen, müssen wir natürlich erstmal noch zur Homebase, damit wir dort dieses Event erstmal überhaupt rufen bzw. aktivieren können. So, da sind wir auch schon. Auf eine Sache in dem Video freue ich mich ganz besonders, bin ich richtig gehypt drauf. Und zwar beginnen wir heute mit dem Basebau. Ist das nicht genial? Weil ich habe einen Steinraum in meiner Inbox. Das Zeug wird rausgeholt und hier in die Basis investiert, dass wir hier jetzt uns auch eine kleine Basis schon mal aufbauen. Und das wird sau interessant werden. Dazu aber später mehr. Außerdem natürlich auch noch ein paar Packs in der Inbox. Ihr wisst es, das Gang und Gäbe mittlerweile bei mir ist, damit ein Video auch zwischendrin ein bisschen gefüttert wird, ne, dass es nicht so langweilig wird, ne. Das Event wird jetzt quasi hier gleich stattfinden. Wir werden hier von den beiden Kollegen nämlich niedergeknüppelt. Und man kann gar nichts machen. Ihr seht, ich habe jetzt hier total in reingekriegt und sofort falle ich auf den Boden und werde jetzt hier automatisch in ein neues Event reingeschickt, sage ich jetzt einfach mal. Und zwar ist es das Altes Herrenhaus. Und das ist eines der coolsten Mini-Events, sage ich jetzt einfach mal, die in dem Spiel überhaupt existieren. Zumindest finde ich es ziemlich, ziemlich geil. Hier ist es grundlegend erstmal wichtig, hier rauszukommen. Man könnte es sich jetzt ganz einfach machen, Spiel schließen, neu starten und zur Homebase rennen. Aber wir wollen ja auch was erleben, ne? Und deswegen werden wir hier erstmal die ganzen Ressourcen mitnehmen, die hier liegen. Vor allem ganz auffällig sind hier halt eben diese ganzen Beeren, die hier sind. Alles mitnehmen, werden wir alles jetzt gleich gebrauchen. Beziehungsweise können wir gleich gut gebrauchen. Bei dem Pflanzenfasser bin ich mir nicht sicher, aber die Beeren müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Ist halt hier wie so ein kleines Minispiel, was wir jetzt spielen und wie so eine Art Ausbruch. Und das ist eben echt geil gemacht, finde ich. Weil wir jetzt hier die Leiche durchsuchen müssen, dann müssen wir da noch einen Schlüssel finden und dann eine Axt und so weiter. Und das werden wir gleich alles feststellen. Daran erinnere ich mich noch. Ich glaube, dazu hatte ich leider kein Video gemacht auf meinem großen Main-Account. Aber dafür dann jetzt hier natürlich dann bei meinem neuen Account. So, man könnte natürlich auch jetzt cheaten und aus der Inbox was nehmen, aber das werden wir jetzt mal nicht machen, weil man will ja auch möglichst realitätsnah jetzt das Ganze mal durchgehen. So, hier haben wir den Gefangenen und er hat ein Eisenbeil für uns. Gut, mit diesem Eisenbeil ist klar, müssen wir so oder so die Level 2 Wand hier oben kaputt hauen. Da kommen wir leider nicht drum rum, damit wir hier nämlich weiterkommen. Alright, leider ist das Werkzeug dann auch wieder beschädigt, das tut aber nichts zur Sache. Wir nehmen mal die Beeren ins Inventar und können hier die Kiste einmal durchsuchen. Schauen wir mal rein, was die hergibt. Eine Hose, einen Verbandkasten und ein Hackmesser bzw. noch etwas zu trinken.
Wichtig hier an der Stelle ist natürlich, dass wir im Sneak-Modus jetzt hier arbeiten, dass wir natürlich jetzt hier nicht irgendwie dann gleich gesehen werden. Und natürlich auch mit der Minimap arbeiten, das ist auch ganz wichtig, dass wir uns jetzt hier erstmal auch bei dem Entführer hinten ranschleichen. Zack, zack. Der hat sogar nur die Faust als Waffe, sage ich jetzt mal. Und hier bekommen wir natürlich auch gleich noch ein bisschen was an Rüstung, die wir natürlich mitnehmen. So, wo war jetzt der Kollege? Da läuft der. CB-Funk ist nicht weiter interessant. Waffendrehbank könnten wir auch nicht benutzen, selbst wenn wir Modifikationen hätten. Gucken wir hier mal rein und den werden wir gleich mal von hinten attackieren, damit wir da auch noch den Schleichschaden mitnehmen. So, den passen wir hier natürlich wunderbar ab, beziehungsweise die. Eigentlich macht man das nicht so ganz ehrenlos von hinten in den Rücken rein. Aber wir sind ja hier in einem Spiel, deswegen kann man da nochmal ein Auge zudrücken. So, hier haben wir wieder ein bisschen was an Rüstung, die wir mitnehmen könnten. Zuallererst aber nehmen wir mal noch das Eisenbeil hier raus, weil jetzt geht es hier nämlich irgendwie weiter. Reinhacken müssen wir uns jetzt hier sowieso. Hier wäre zwar noch eine Kiste. Ich weiß gar nicht, was hier für ein Loot drin war. Noch ein Eisenbeil, okay. Jetzt werden wir natürlich nicht hier vorne gleich was kaputt machen, sondern von hinten. Ich würde mal sagen, hier. Damit wir dort auch uns wieder von hinten natürlich ranschleichen können. Und mit dem Schleichschaden hier arbeiten können. Und hier haben wir auch nochmal zwei Kisten, die sicher auch einen schönen Loot hergeben werden. Zack, 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 zack. Ein paar Beeren essen wir hier und dann haben wir auch den Verbandkasten nicht einmal unbedingt gebraucht. Das sind meine Sachen. Ich dachte jetzt schon, jetzt kriegen wir voll den fetten Loot, aber nee, das sind ja die Sachen, die ich im Inventar hatte. Die wurden mir also dann auch abgenommen. Und hier haben wir auch noch ein paar Beeren und etwas an. Ah, wenn ich das gewusst hätte mit dem Inventar, ne? Dann hätte ich gar nicht so viel drin gelassen. Weil das Klebeband würde ich schon gerne mitnehmen, das ist klar. Das Problem, was ich jetzt noch habe, ist, ich würde ganz gern eigentlich auch noch die Rüstung mitnehmen. Na, das Problem ist jetzt nur, dass mein Inventar nicht voll genug ist, dass wir da jetzt noch Unmengen an Rüstung mitnehmen können. Deswegen muss ich mal schauen, was ich aussortiere. Die Pflanzenfaser, die können auf jeden Fall raus. Das ist nicht das Thema. Genauso wie die Beeren, die kann ich hier aufessen. Das tut auch nicht weh. Die Beeren kann ich auch in der Not, sage ich mal, austauschen. So, okay. Und irgendwas, was können wir jetzt noch aus? Die Wasserflaschen vielleicht? Ja, ne? Da tauschen wir die Wasserflaschen aus, weil die können wir eh an der Tankstelle in Unmengen holen. Da tut es auch nichts zur Sache. Und selbst wenn man nicht den Zugang zur VIP-Zone hat, kriegt man Wasserflaschen selbstverständlich trotzdem auch aus den normalen Ressourcengebieten. So, gucken wir noch einmal durch. Hier liegt jetzt noch eine Leiche. Das Eisenbeil reicht hierfür aber nicht aus. Okay. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass hier auch großer Loot drin sein wird in der Leiche. Naja, obwohl. Ach, wir gucken da jetzt einfach mal rein. Ich habe Eisenbeile ja in der Inbox drin, deswegen mich interessiert das jetzt nämlich schon, was wir hier da drin haben in der Leiche. Jo. So, gucken wir mal rein. Ach gut. Okay. Ein Eisenbeil, ein weiteres. Okay, das nehmen wir aber trotzdem mit. Weil Eisenbeile zu craften ist ein, ja, Prozess, den Prozedere, was man nicht so gerne macht. Es sei denn, man hat es als Raider-Quest, dann kommt man ja nicht drum rum. Dann ist es, hat es ja auch eine Win-Win-Situation, weil ihr bei dieser Quest sowohl die Eisenbeile herstellt, die ihr für den Raid braucht, wegen der Quest, als auch dann später für die Basis. Wenn die Level 2 werden, da hat, braucht ihr diese Beile dann ja. Deswegen ist das ja auch wieder eine Aufgabe, wo ihr wirklich einen Vorteil draus habt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel zwei Motorblöcke finden sollt, na, das ist dann wieder was anderes. Aber Raiden ist sowieso erst Thema ab Level 150, bevor die Frage jetzt aufkommt, irgendwie, wie kann ich raiden und wann? Level 150 müsste das mindestens sein, dass ihr raiden könnt. So, dann machen wir uns mal auf zur Base.
Und wir hatten uns jetzt ans Baseball machen. Ich freue mich total. Das ist immer richtig cool. Schade natürlich nur, dass dann die ganzen Ressourcen weg sind, die man da in der Inbox hat. Aber dafür sind sie ja da. Letzten Endes ist das ja auch der Grund, wieso die in der Inbox liegen, weil ich sie eben für den Baseball benutzen will. Ja, also ab dem heutigen Tag kann ich eigentlich fest sagen, dass die Plünderer, die hier liegen, die bei einem dieser Mini-Events gekommen sind, zusätzlich als Lagerung mit genutzt werden können, wenn der Bedarf denn besteht. Ich habe jetzt hier jetzt nichts großartig, was ich drin einlagern könnte, aber das wird in Zukunft auf jeden Fall passieren. Deswegen ist es ganz praktisch zu wissen und auch für euch natürlich von Interesse, dass ihr davon Bescheid wisst, dass es also funktioniert. Sogar ziemlich gut, weil die Leichen nicht verschwinden und auch nicht verschwinden können, weil es nicht eure Leiche ist. Alright, dann werden wir uns jetzt mal mit dem Basebau beschäftigen. So, das nehmen wir raus. Ich glaube, so ist es korrekt. Ein bisschen was davon noch. Dann brauchen wir ein bisschen was davon. Ein bisschen was an Kalkstein. Jetzt erstmal unser Inventar voll. Das ist die Frage, weil wir haben ja jetzt hier schon so ein bisschen, dass wir unsere Basis vielleicht hier, wo die Blumenbeete gerade stehen, weiter ausbauen. Oder nach hier oben so länglich, ne? Das könnte man auch machen. Und ich vermute bald, dass das wohl die bessere Variante ist, weil wir hier die Böden schon auf Level 2 haben. Das wäre demnach also an sich ganz vorteilhaft. Ich muss nochmal ganz kurz, das war jetzt ein bisschen dumm, dass ich mein Inventar so vollgehauen habe. Ganz kurz hier die Flure, die Böden erweitern. Zack, zack. Ja, das war jetzt hier ungewollt, was wir gemacht haben. Und das hier hin, wunderbar. Jetzt nur die Frage, wo wollen wir die Türe hinhauen? Hier vorne ist zwar eine, aber naja, wir sparen uns das mal mit der Tür jetzt, weil die Türen reicht's, wenn wir hier. Oder den Torbogen setzen wir vor. Aber wir setzen den vor. Finde ich zumindest besser. Da können wir hier oben dann ganz normal zumachen. So, dann können wir hier. Ja, machen wir das mal so. Hier machen wir auch noch eine Tür hin. Okay, so sieht es doch schon mal gut aus. Dann machen wir das Ganze mal auf Level 2. Dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Also hier brauchen wir jetzt schon wieder Bretter. Habe ich ja auch Gott sei Dank welche noch hier liegen. Und vor allem auch die Kalksteine nehmen wir hier jetzt mal noch schnell. Weil dann nehmen wir lieber erstmal das, was wir in der Base haben, bevor wir dann auf die Inbox zurückgreifen. Also auf die Inbox müssen wir sowieso oder so zurückgreifen, keine Frage. Aber wir können ja trotzdem erstmal das verbrauchen, was wir letzten Endes auch bei uns liegen haben für den Basebau. Bretter brauchen wir und ein bisschen was an Kalkstein. Da ist ja Gott sei Dank mehr als genug vom Kalkstein da durch das Auto-Clearen. Zack, zack, zack. Jetzt brauchen wir für den Boden Steine, beziehungsweise ja Stein, Ziegel und Eisen. Das kriegen wir hin. Die Kalksteine selbst können wieder zurück. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Und dann nehmen wir hier das Eisen und können dann auch die Böden. Oh, da brauchen wir ein bisschen mehr. Das sehe ich jetzt schon, weil die Böden müssen wir alle hier, die hier sind, auf Level 3 machen. Nehmen wir hier das nochmal raus. Wunderbar. Perfekt. Zack, 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 zack. Okay. Weiter geht's. Na, ob's reicht? Nee, reicht nicht. Müssen wir nochmal was aus der Inbox holen. Oh, ich habe so viele Steinziegel. Ach so, ich brauche die dann auch. Ah ja, okay. Ich brauche die dann auch für die Wände. So, drinne ist das Zeug. Das heißt, Eisen kann weg, das brauchen wir nicht mehr. Genauso wie die Bretter, die brauchen wir ebenfalls nicht mehr. Da haben wir jetzt schon alles erledigt. Stein brauchen wir auch nicht. Stattdessen brauchen wir jetzt die Momento. Genau, Steinziegel und Eichenbretter. Okay. Dann nehmen wir das hier mal fix raus.
Und die Eichenbretter sind im Inventar drin. Okay. Es wird sicher nicht reichen, aber wir werden trotzdem ein großes Stück hier fertigstellen können. So, hier würde es theoretisch noch reichen, aber dafür brauchen wir mehr von den Steinziegeln. Da müssten, glaube ich, noch welche im Steinmetztisch drin sein. Genau. Aber brauche ich 25 Stück, okay. Ich wünschte, ich könnte von meinem Main-Account was rüberschieben, weil ich habe in meinem Main-Account so viel Steinziegel, das glaubt ihr gar nicht. Und dann heißt es für mich auf jeden Fall, dass wir noch unbedingt Esche, beziehungsweise Eiche, so rum, Eiche farmen, damit wir hier noch die letzte Tür dann auch letzten Endes auf Level 3 bringen können. Dass wir dann hier quasi unser kleines, trautes Heim schon haben. Zack. Und damit haben wir es dann. Dann fehlen nur noch die beiden Türen hier. Und dann haben wir doch hier schon mal ein schönes kleines Stübchen. Oder nicht? Also, mir gefällt's. Das Zeug sortiere ich dann selbstverständlich außerhalb des Videos ein, weil das einfach den Rahmen sprengen würde. Fertig sind wir allerdings trotzdem noch nicht, denn wir wollen uns hier natürlich noch das Opening zu Gemüte führen. Öffnen wir erstmal 10 Kisten des Waffenschmieds und gucken, was drin ist. Ich bin positiv überrascht. Zwei Beschützer, das habe ich selbst auf meinem Main-Account relativ selten. Verbände nehme ich gerne. Und auch die Winchester, ja, langsam freunde ich mich mit ihr an. Bunker Alpha, die wütenden Riesen. Aber auch nur da. Und auch nur auf dem Account. So, weiter geht's. 4 Boxen haben wir noch. Neutralisierer. Milchchor, wow. 16, ist in Ordnung. Und ein Schädelspalter. Alright. Sehr schön. Und dann 6 von den Neuras-Paketen können wir noch öffnen. Vielleicht kriegen wir hier auch noch eine Minigun. Das wäre sehr schön. 3x C4 und nochmal die extra Boonies hier. M16. Da ist der Chopper-Skin. Hier ist er. Modell Alaska. Können wir allerdings erst einfärben, wenn wir die Garage gebaut haben. Also wir haben schon ein paar Chopper-Skins bekommen. Allerdings erst, wenn die Garage dann gebaut ist, können wir die dann auch anwenden. Okay, es war leider keine Minigun dabei. Trotzdem, schmackhaftes Paket. Mir sehr gut gefallen. Gut. Dann können wir. Jetzt bin ich gerade am Überlegen wegen der Garage. Ja, ich werde es mal in Angriff nehmen. Oder habe ich das? Nee, ah, ich habe es nicht da, Leute. Also auch die Steinziegel, die will ich jetzt nicht in der Werkbank das mit Coins skippen. Ich denke, das können wir im nächsten Video dann in Angriff nehmen. Die Garage zu bauen, die Base fertigzustellen. Und vor allem dann auch im Bunker ein bisschen weiterzugehen. Und natürlich die Reparaturstation, die Reparaturwerkbank weiterhin jeden Tag zu füttern mit den Waffen, die eben hier angerissen sind, damit die auch wieder volle Munition haben. In diesem Sinne hoffe ich, dass euch das kleine Video hier gefallen hat. Lasst auf jeden Fall ein Abo für den Kanal da, dass ihr in Zukunft keine Videos auch zu den Anfänger-Guides hier auf dem Kanal verpasst. Und dann sehen wir uns nämlich auch im nächsten Video. Bis dahin, Leute. Ciao.